Ich habe mir gedacht, ich zeige euch heute mal das Schlafzimmer. Also, so schaut es aus, wenn man reinkommt. Wir haben hier oben erstmal eine Lampe. So, hier ist der Bettbereich. Genau, so schaut es jetzt aus. Es ist ein sehr simples Bett. Und dann schwenken wir mal rum. Hier ist der Kleiderschrankbereich sozusagen. Das sind unsere Kleiderständer. Das hier ist meiner und das ist Adrians. Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute möchte ich euch gerne mal zeigen, wie unser Schlafzimmer ausschaut. Wir sind auch im Schlafzimmer sehr minimalistisch und es besteht alles aus 100% Naturmaterial, was ich einfach mega schön finde zu wissen, dass alles plastikfrei ist. Ich zeige euch jetzt erstmal, wie ich das alles aufbaue. Ich habe einmal für euch alles abgebaut, sauber gemacht und wieder aufgebaut. Und als erstes seht ihr jetzt unser Lattenrost. Das haben wir selber gebaut. Ich habe euch bei einem Vlog dabei mitgenommen. Das werde ich euch mal verlinken. Genau, das ist auch sehr simpel und das besteht aus zwei Teilen. Da drauf liegt unsere selbstgenähte Matratze. Wir haben dafür ungefähr 8 Kilo Wolle benutzt, die wir geschenkt bekommen haben, und einen Hanfstoff und haben die Wolle in den Hanfstoff hineingenäht. Wie wir das Ganze gemacht haben, habe ich euch letztes Jahr gezeigt. Das Video verlinke ich euch oben in der Infobox. Auf der Wollmatte haben wir noch ein paar Wolldecken und die Matte ist auch ein bisschen durchgelegen. Und die Wolldecken, die lagen sowieso rum, wenn zum Beispiel Gäste kommen oder es mal sehr kalt ist, dann können wir die benutzen. Und solange sie nicht anders eingesetzt werden, haben wir die einfach nochmal auf die Matratze gelegt, dass es noch mehr gepolstert wird. Es liegen also insgesamt drei Wolldecken auf dem Bett. Dann haben wir jeder ein Kopfkissen, das ich uns selber genäht habe. Innen drin ist auch wieder Schafwolle und außen ist ein Wollstoff. Zum Zudecken benutzen wir wieder eine dickere Wolldecke und eine etwas dünnere, flauschige Wolldecke. Die sind beide super warm und damit kommen wir super zurecht im Winter und auch im Sommer kann man das auch individuell super anpassen. Ich habe immer ein Duftkissen auf meinem Kopfkissen liegen. Da drin ist Lavendel und Schafgarbe und ich rieche da sehr gerne auch nachts dran und das beruhigt mich immer sehr. Zudem habe ich noch ein Schlafoberteil, das ich immer abends anziehe und das liegt auch immer auf dem Bett. Das waren also die Gegenstände, die beim Bett liegen. Und dann haben wir auf der anderen Seite vom Bett unseren Kleiderschrank sozusagen. Das sind zwei Kleiderständer. Der rechte, der gehört Adrian, darauf gehe ich jetzt nicht weiter ein. Er ist aber schon darauf näher eingegangen in einem Blogbeitrag und auf Instagram. Und ich verlinke euch seine Webseite und Instagram-Profil unten in der Infobox. Dann könnt ihr euch seine Sachen selber durchlesen. Links steht mein Kleiderständer. Dort habe ich alle Kleidung, die ich anziehe, wenn ich rausgehe. Also die Kleidungsstücke, die ich drinnen trage, die habe ich in meiner Truhe liegen. Insgesamt hängen dort fünf Kleidungsstücke, meine Weste, mein Schal, meine Wollwinterjacke, mein Wollwinterrock und mein Pullover. Ich habe euch aber in meinem letzten Kleidungsvideo genau gezeigt, was für Kleidung ich besitze. Deswegen könnt ihr da auch einfach hier in der Infobox draufklicken und euch das anschauen. Genau, den Kleiderständer, den hat Adrian sich so überlegt. Und zwar sind das drei Stöcker, die relativ gerade sind und mit einem Hanfseil zusammengeschnürt sind. Ihr findet die Anleitung, wie man diesen einfachen Kleiderständer simpel nachbauen kann, auch auf Adrians Webseite. Dort hat er alles genau dokumentiert. Genau, das Bett, auf dem ich gerade sitze, besteht insgesamt aus 10 Teilen. Mein Kleiderständer besteht aus 8 Teilen. Wenn ich die Kleiderständer auseinandernehme, kommen nochmal 3 Teile dazu. Ich habe dann hier noch eine Glühbirne, plus den Lampenschirm. Und mein Schlafanzug und Duftkissen gehört auch noch dazu. Es sind nochmal 4 weitere Gegenstände. Es sind insgesamt 25 Gegenstände im Schlafzimmer, für die ich mich verantwortlich fühle, denn ich habe jetzt nicht Adrians Kleiderständer dazu gezählt, aber ich habe die Decken, die wir gemeinsam nutzen, dazu gezählt. Ich hoffe vom Herzen sehr, euch hat das Video gefallen. Es hat mir eine große Freude gemacht, euch mitzunehmen und euch das Schlafzimmer gezeigt zu haben. Und ich hoffe, dass ihr eine Inspiration daraus ziehen konntet. Ich wünsche euch jetzt vom Herzen einfach alles Beste und freue mich, wenn du bei meinem nächsten Video wieder dabei bist und wünsche dir jetzt alles Liebe. Mach's gut. Tschüss.